Sie sind hier, 1. Dezember 2018, 13.04 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten. Vergrößern, verkleinern. Die Spieler von Palermo Calcio, Rosa, bekommen einen neuen Clubbesitzer. Urheberrecht Getty Images. Kurioser Deal im italienischen Fußball. Der als Trainer-Killer bekannte Unternehmer Maurizio Samparini verkauft Palermo Calcio für einen Spottpreis. Der italienische Traditionsklub Palermo Calcio hat den Eigentümer für den symbolischen Preis von 10 Euro gewechselt. Der 76-jährige Unternehmer Maurizio Samparini, der den Serie B-Club im Jahr 2002 übernommen hatte, verkauft den hochverschuldeten Verein einer Londoner Gesellschaft. Den Namen des Käufers gab Samparini vorerst nicht bekannt. Erst kommende Woche soll es weitere Informationen über den neuen Besitzer geben. Dieser wird die Schulden Palermos in Höhe von 22,8 Millionen Euro übernehmen, teilte Samparini in einer Pressemitteilung am Samstag mit. Ich verkaufe den Club lediglich im Interesse Palermos, schrieb der als Trainer-Killer bekannte Unternehmer. Seit 2002 hat der Investor mehr als 30 Trainer entlassen. Punkt. Samparini sagte, er habe eine Gesellschaft gefunden, die mit stärkeren finanziellen Mitteln seine Arbeit fortsetzen könne, von Sportinformationsdienst.